Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan Salomon. Herzlich willkommen hier zum XTB-Webinar Salomons Marktausblick. Wie immer jeden Montag und Mittwoch um 9 Uhr. Heute am Mittwoch erwarten wir vor allem heute Abend, dass die Sitzung der US-Notenbank. Bis dahin könnte sich doch an den Devisenmärkten oder auch an den Aktienmärkten eine gewisse abwartende Haltung einstellen. Das schauen wir uns gleich an. Zuvor aber natürlich noch der Risikohinweis und der Interessenkonflikt, den bitte ich natürlich wie immer zu beachten. Wir kommen zum Markt. Also nochmal herzlich willkommen und so weiter und so fort. Kommen wir kurz zum DAX. Wir haben im Prinzip fallende Hochpunkte und fallende Tiefpunkte. Demzufolge muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Das heißt also, die Marschrichtung bislang war eben hier Rücksätze auffangen, ganz klar unter 13.800 Punkten. Sollten wir uns eben jetzt hier nicht nach oben durchsetzen können und diese Korrektur nach oben auflösen, sondern nochmals die untere Begrenzung hier im Bereich 13.650, 13.600 testen, dann wird es langsam brenzlig, dann könnten wir hier auch nach unten herausfallen. Wir schauen hier auch mal auf die Stundenkerzen. Im Prinzip war diese Woche schon recht erfolgreich. Wir konnten hier einerseits mit Ausbruch aus diesem Dreieck in Blau konstruiert ein Verkaufssignal sehen. Ziel war dann erst einmal die Unterstützungszone. Dann haben wir hier im Prinzip nochmal sehr schön eine W-Formation, so ähnlich wie wir es zum Beispiel schon letzte Woche hatten. Auch hier eine Abwärtsbewegung, ein Tief wird nochmals getestet, Nackenlinie wird überschritten, Erholung, hier eine kleine W-Formation, Unterstützung zwischenhoch wird nochmals getestet, lange grüne Kerze läuft nach oben, Erholung. Also das sind schon sehr interessante Kaufsignale gewesen und genauso gestern am Dienstag Unterstützung wird nochmals getestet. Lange grüne Kerze läuft über das Zwischenhoch, W-Formation und die Breite nach oben abgetragen. Wenn man sich das hier auf 5-Minuten-Kerzen hier mal anschaut, dann hatten wir hier zum Beispiel in diesem Bereich, also am Morgen im Prinzip schon diesen Ausbruch nach oben in den 5-Minuten-Kerzen, also durchaus positiv. Das heißt, man konnte hier durchaus auch mal Long-Gewinne fabrizieren. Jetzt müssen wir sehen, dass wir hier schon wieder eine kleine Korrektur haben, dass wir wieder zurückfallen, nochmal sozusagen die Unterkante des Dreiecks testen. Also man kann ja auch das so konstruieren, dann hat man ein schöneres Dreieck in Richtung, dass wir also hier ein ansteigendes Dreieck im Prinzip haben. Und ja, letztendlich sollten wir jetzt hier vor allem nochmals unter diese Unterstützung rutschen. Da haben wir also im Prinzip hier nochmal ein Tief gehabt, hier das Zwischenhoch. Das heißt, unter die 13.000, unter 13.700 würde sich die Sachlage hier wieder etwas eintrüben. Aktuell kann man noch sagen, okay, jetzt werden ja mal Gewinne mitgenommen. Jetzt haben wir hier nochmal eine Unterstützung an der 13.800, 13.700. 80, hier könnten wir also durchaus auch wieder auf Kaufsignale achten, aber der heutige Tag dürfte wahrscheinlich eher so in die Kategorie abwartende Haltung fallen, weil wir heute am Abend auch die US-Notenbank-Sitzung haben und um 14.30 Uhr haben wir dann auch nochmal die Auftragseingänge aus den USA. Ansonsten war es das diese Woche mit den starken Impulsen von der Konjunkturfront. Wir bekommen morgen am Donnerstag nochmal Verbraucherpreisindex zum Beispiel aus Deutschland, Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Aber das war es dann. Aber man muss natürlich auch sehen, dass wir aktuell dass die Berichtssaison jetzt so langsam anläuft. Also, was macht man? Man wartet jetzt hier im Prinzip so ein bisschen ab, wie sich das Ganze hier entwickelt. Sollten wir eben, wie gesagt, unter die Unterstützung rutschen, müsste man eher nochmal mit fallenden Kursen rechnen und dann hier auch unter Umständen mit einem neuen Break-Versuch dieser Unterstützung.
Und auf der anderen Seite würde ich eher favorisieren, dass wir uns hier pendeln, seitwärts bewegen. Und sollten wir uns hier über dieses Top ansteigen und natürlich auch vor allem diesen Abwärtstrend knacken, dann wäre das eher positiv. Wir könnten dann hier auch das Dreieck nach oben herausnehmen. Das heißt also, wir haben natürlich auch die Möglichkeit der Interpretation, dass wir sagen, okay, wir haben dieses blaue Dreieck und aus dem blauen Dreieck sind wir erst nach unten gerutscht, haben das Kursziel davon nicht abgearbeitet. Insofern ist das Ganze hier eher eine Bärenfalle und demzufolge besteht sogar die Chance, dass wir tatsächlich hier aus dem Dreieck nach oben uns herausarbeiten. Kommt dann aber auch wieder ein bisschen darauf an, wie die ganze Pandemiesituation sich darstellt, etc. Also schauen wir hier nochmal auf die Tageskerzen. Hier haben wir natürlich eine gewisse Unsicherheit, aber trotz alledem gilt, sollten wir hier uns nach oben herausarbeiten, dann könnte man die Schwankungsbreite des Trendkanals zumindest mal nach oben abtragen als Kursziel. Da werden die Bäume vielleicht nicht in den Himmel wachsen, aber wir hätten dann kurzfristig nochmal die Chance nach oben zu laufen. Wie sieht es bei den großen Indizes aus? Dow Jones, hier hatten wir außen nochmal einen Fehlausbruch nach unten in den Stundenkerzen. Dieser grundlegende Aufwärtstrend ist hier weiterhin intakt. Und wenn wir uns also die Range der letzten Tage anschauen, dann sehen wir auch hier, dass doch der Ausbruch nach unten sehr, sehr zügig aufgefangen wurde. Wie im DAX eine klare W-Formation hatten wir hier allerdings nicht. Man kann jetzt noch Folgendes sagen, okay, sollten wir hier im Prinzip über die 31.130 ansteigen, hätten wir die Chance, dass wir zumindest die Oberkante der Range uns dann nochmal anschauen. Und im Umkehrschluss haben wir hier zum Beispiel eine lange weiße Kerze. Sollten wir also unter die jüngsten, also auch unter die aktuellen Tiefs fallen, unter 30.800 letztendlich, dürften wir hier nochmal uns die Unterstützung vornehmen, also hier auch die 30.700 testen. Es bleibt also ein gewisses Gerangel, aber wir haben eben heute Abend dann auch die US-Notenbank-Sitzung. Und in der Regel ist es eher so, dass hier vor dieser Notenbank-Sitzung dann doch erstmal die Kurse eine Pendelbewegung einnehmen. Der S&P 500, ja, notiert weiterhin am Hoch. Das heißt also, wir haben hier auch, ja, noch kein wirkliches Verkaufssignal. Auch hier gilt, wir haben eher am Montag diesen Rücksetzer gehabt. Da haben wir also einen kleinen Hanging Man jetzt im S&P 500. Also wenn wir uns den Trend hier mal kurz wegnehmen, dann sieht man das hier auch sehr schön. Also Kerze mit langer Lunte nach unten zeigt erst einmal an, dass eben hier doch Verkäufe in der Periode aufgetreten sind, die aber letztendlich alle wieder aufgefangen worden sind. So ein Hanging Man ist so ein bisschen zweischneidiges Muster. Wir hatten hier übrigens auch ein Hanging Man. Das heißt also, Sie sehen das, Aufwärtsbewegung wird sozusagen angeschlagen, die Kurse kommen runter, aber die, die da verkauft haben, sind am Tagesende mehr oder weniger verwundert, weil der Markt doch nach oben läuft und sie müssen dann eventuell wieder zurückkaufen. Und das ist eben so ein bisschen beim Hanging Man. Einerseits ist der Markt angeschlagen durch die Gewinnmitnahmen. Sollten sich diese fortsetzen, also wir unter die 3.800 fallen, dann hätten wir hier sogar so eine kleine Mini-M-Formation. Aber aktuell haben wir also noch kein Verkaufssignal. Hier kann auch Schwung geholt worden sein, sozusagen, um diesen Widerstand hier nach oben herauszunehmen. Und ja, weiterhin sehr positiv. Der Nasdaq 100 läuft weiter nach oben. Das heißt, wir haben also lauter grüne Kerzen, eine gewisse Euphorie oder eine gewisse Überhitzung mag da vielleicht auch schon drin sein. Aber es sind noch keine Verkaufssignale zu sehen. Das heißt also, auch hier Stoppkurs zum Beispiel knapp unter dem Tief vom Montag. Soweit zu den Indizes. Das heißt, heute vielleicht eine abwartende Haltung. Grundsätzlich gilt nach wie vor Rücksetzer auffangen. Eher kritisch würde es in allen Indizes wären, wenn wir unter das Tief vom Montag zurückfallen würden. Kommen wir zum Devisenmarkt, der auch ein bisschen auf der Stelle tritt. Sicherlich auch ein wenig aufgrund
des bevorstehenden Events heute Abend. Große Veränderungen werden dann nicht erwartet. Das heißt also, wir haben da die Aussicht, dass die Zinsen in den USA weiter sehr niedrig bleiben. Aber es wird natürlich, kommt da wieder auf die Zwischentöne an, wann eventuell mit einem Wechsel oder auch einem Auslaufen der entsprechenden Maßnahmen der Notenbank zu rechnen ist. Ja, charttechnisch sieht es so aus, der Dollarindex ist hier aus der Korrektur nach unten gerutscht. Letztendlich haben wir einen übergeordneten Abwärtstrend und demzufolge müsste der Euro eigentlich der Dollar weiter verlieren. Das heißt also, dass wenn wir hier ein neues Tief bekommen, der letzten 4 Handelstage wäre das eher negativ und positiv, aber natürlich, wenn wir hier über die 91 ansteigen und dann auch den Abwärtstrend verlassen, aber damit rechnet im Moment eigentlich keiner so richtig. Und diese abwartende Haltung zeigt sich jetzt auch im Euro zum US-Dollar. Hier hatten wir die sehr schöne Unterstützung. Wir haben hier im Prinzip einen Stimmungsdreh, aber auch hier muss man sagen, okay, wenn wir jetzt hier ein neues Hoch bekommen, also zum Beispiel über die 1,22 ansteigen, wäre das zumindest kurzfristig positiv. Dann hätten wir ein paar Pips nach oben. Der große Wurf, der fehlt aktuell so ein wenig. Wenn wir uns hier die Stundenkerzen anschauen, dann haben wir hier auch unseren Korrektiven, beziehungsweise unseren, hier hatten wir die Korrektur, ist verlassen worden. Pullback konnte man hier nochmal versuchen aufzufangen. Wir sind jetzt hier im Aufwärtstrend, relativ flach. Wir haben hier eine Widerstandszone und da müssen wir rüber, damit sich das hier weiter aufhält. Und dann wäre das nächste Ziel letztendlich die Oberkante dieses Aufwärtstrendkanals in Verbindung mit dem Hoch hier bei 1,22, 25 in etwa. Also da ist nicht so wahnsinnig viel Potenzial. Demzufolge vielleicht unter Chance-Risiko-Aspekten hier versuchen, an der Aufwärtstrendlinie auf Kaufsignale zu achten, so wie hier lange weiße Kerze, kurzer Trend wird gebrochen nach unten. Also sowas hier in der Richtung hier. Wenn man dann hier so einen kurzen Trend hat, der dann wieder gebrochen wird, dann kann man halt hier mal ein paar Pips sozusagen mitnehmen, aktiv Teilgewinne mitnehmen. Hier am Widerstand ist auch nicht verkehrt. Und dann vielleicht, wenn man da long gegangen ist, Stopp auf den Einstand für die restliche Position. Wenn man dann unter Umständen sogar ausgestoppt worden und wenn man noch dabei wäre, dann müsste man jetzt warten, was eben wie der Markt auf die Notenbank-Sitzung heute Abend reagiert. Ansonsten bei den anderen Devisen sieht es so teilweise ähnlich aus. Auch hier eine gewisse abwartende Haltung. Auch der Ölpreis kommt nicht so richtig nach oben. Deswegen also auch hier zum Beispiel norwegische Krone oder auch der kanadische Dollar, wie hier zu sehen, mit einer abwartenden Haltung. Das heißt, wir haben hier so ein kleines Dreieck. Sollte das nach unten verlassen werden, können wir hier einen Kursziel nach unten ableiten. Sollte es nach oben verlassen werden, kriegen wir einen Kursziel nach oben. Aber im Moment läuft es hier ein bisschen in die Spitze hinein. Also kein wirkliches Signal. Und auch australischer Dollar zum US-Dollar nach wie vor in der Korrektur. Der Aufwärtstrend wird schon angeknabbert, also auch da noch kein echtes Signal. Müssen wir auf heute Abend warten. Und neuseeländischer Dollar sieht eigentlich immer noch recht positiv aus. Korrektur ist verlassen worden. Es fehlt aber so ein bisschen Schmackes nach oben. Und ansonsten auch hier so die anderen Devisenpaare ergeben teilweise nicht so richtig klare Signale derzeit. Also US-Dollar, japanischer Yen. Schlittert hier an einer Unterstützung entlang. Ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend wäre dann zum Beispiel interessant. Euro zum australischen Dollar. Der Euro ja wartet ja im Moment ab. Und das sehen wir jetzt hier auch beim Devisenpaar Euro zum australischen Dollar. Der australische Dollar zum US-Dollar auch in einer abwartenden Haltung. Und das schlägt sich dann natürlich auch hier wieder. Das heißt, man kann jetzt hier sagen, okay, wir haben hier einerseits so eine kleine Range. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, wenn die jetzt nach oben oder unten verlassen wird, dann hätten wir da also ein entsprechendes Signal. Aber gerade hier in den Stundenkerzen, in den Tageskerzen sieht man das mittlerweile auch. Haben wir hier ein fallendes Dreieck und sollten wir das also nach oben oder unten verlassen, auch per Stundenschlusskurs,
dann würden wir da also zum Beispiel ein Signal bekommen. Nach wie vor relativ stark ist hingegen das britische Pfund, zur Überraschung mehr oder weniger fast aller Marktteilnehmer. Wir haben hier ja doch eine gewisse Pendelbewegung. Sie sehen aber, das britische Pfund will nicht nach unten. Und ich hatte darauf in den letzten Webinaren schon hingewiesen. Wir haben vom übergeordneten Bild eine sehr langfristige Bewegung. Das also hier nur der Ausschnitt. Hier im Prinzip ging es ja nochmal tiefer nach unten. Wir haben also hier unter Umständen eine inverse Schulterkopf-Schulterformation, die jetzt nach oben verlassen wird. Und jedes neue Hoch, weil wir hier aus einem kleinen spitzen Keil jetzt konstruieren können, ist grundsätzlich positiv. Also hier könnte man sagen, Rücksetzer eher versuchen aufzufangen, um an einer eventuellen größeren Bewegung nach oben zu partizipieren. Der Rohstoffmarkt, Sojabohnen haben sich jetzt in dieser Woche wiederholt. Aufgrund dieser sehr langen roten Kerze würde ich aber davon ausgehen, dass das hier jetzt eine Pendelbewegung ergibt. Das heißt also, dass wir jetzt nicht schnurstracks weiter nach oben laufen, sondern dass wir hier so ein bisschen ja auf der Stelle treten. Aber wir hatten ja hier sehr schöne Kaufsignale. Hier dürfte man also erstmal noch ein bisschen abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Auch Weizen jetzt wieder mit einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. Das kann sich natürlich noch als Marktbereinigung herausstellen, aber man muss sagen, okay, wir haben hier kein klares Muster, kein Dreieck oder sonst etwas. Wir haben natürlich hier die Chance, dass mit dem wiederholten Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal jetzt hier die Preise nochmals ansteigen. Wir haben auch einige fundamentale Nachrichten, die eher für Weizen sprechen, Trockenheit etc. Und ja, muss man aber auch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also das ist jetzt, hier können Sie kein sinnvolles Kursziel ableiten. Das absolute Best-Case-Szenario ist natürlich folgendes, dass wir sagen können, okay, wir haben hier einen Aufwärtstrendkanal, der jetzt nochmals nach oben verlassen wird. Und hier könnte man jetzt kleine Positionen planen, dass man sagt, so leichte Rücksetzer versucht man einzufangen, weil Ziel ist die Oberkante des steileren Trendkanals und sollten wir den dann nach oben verlassen, hätten wir sogar hier die Chance, dass also diese Schwankungsbreite des verlassenen Trendkanals nach oben abgetragen wird. Aber jetzt hier rein von den Tageskerzen ist das so noch nicht spruchreif. Also wenn dann eher da kleine Positionen als Versuch mal versuchen aufzubauen. Ja, und Gold nach wie vor schwach. Das heißt, wir sehen hier, dass wir eine längere Korrektur haben, dass der Markt nicht so richtig nach oben will, dass die Ablösung von der Unterstützung, die ja hier nochmal sehr schön gekauft wurde, auch mit einem Hammer, bislang nicht richtig funktioniert. Das heißt, wir haben zwar eine lange grüne Kerze dann gesehen nach dem Hammer, aber die Kurse bröckeln schon wieder abwärts. Das heißt, wir brauchen nach wie vor den Anstieg über die 1880, damit sich das Bild auffällt. Ein nochmaliger Test des Hammerbereiches. Das heißt also, wenn wir hier nochmal in die Richtung 1820, 1800 fallen, würde eher, da das dann schon der dritte, vierte Test ist nach unten, eher andeuten, dass die Bullen hier verlieren und dass wir also hier nach unten rutschen. Aber auch hier heute abwartende Haltung wegen US-Notenbank-Sitzung. Und wir schauen uns das vielleicht nochmal ganz kurz in den Stundenkerzen an. Und da sehen wir, dass wir also hier diese Korrektur, die hatten wir mal ganz zaghaft nach oben verlassen, die kann man also dann nochmal anpassen. Beziehungsweise ganz methodisch korrekt wäre das nicht, weil wir haben hier ein Hoch und wenn wir das als Auflagepunkt nehmen, hätten wir dazwischen ein Tief und das müsste unterschritten werden. Also sagen wir jetzt einfach mal, das ist eine Idee. Wenn wir also hier dieses Tief jetzt hier unterschreiten, dann würde dieser Abwärtstrendkanal aktiviert werden. Was wir aber natürlich sehen, ist dann noch,
dass wir jetzt im sehr, sehr kurzfristigen Bild der Stundenkerzen, kann man also diese Topsa hier auch miteinander zum Beispiel verknüpfen, so in dieser Form. Und dann haben wir hier auch nochmal zwei Tiefpunkte. Das heißt, wir hatten hier so ein kleines Dreieck hier in den Stundenkerzen, was auch aktuell eher nach unten verlassen wird. Also die Waage neigt sich ein wenig gen Süden. Demzufolge also nicht hier blind sagen, okay, der Goldpreis läuft schon wieder nach oben, kaufe ich mal. Das könnte dann tatsächlich in die Hose gehen. Dann schauen wir uns natürlich noch den Ölpreis kurz an. Der Ölpreis stagniert derzeit, aber relativ stabil. Das heißt, die Chance hier nach oben zu laufen ist durchaus vorhanden. Sollte der Ölpreis hier nach oben durchstarten über die jüngsten Tops hier, dann würden sich auch der kanadische Dollar und die norwegische Krone weiter festigen. Und dann kommen wir natürlich noch zum Bitcoin. Zuvor noch kurzer Blick auf den Bund-Future. Auch hier keine große Änderung. Wir haben also hier eine gewisse Abwärtstendenz und da eine Unterstützung. Wir pendeln weiter hin und her, kein klares Signal. Man kann natürlich hier in den Stundenkerzen auch so sehr kurzfristige Trends legen, die dann nach oben verlassen wären oder auch in den 15-Minuten-Kerzen zum Beispiel. Also wir machen das jetzt hier ruhig mal hier in den Tageskerzen. Also man hatte hier zum Beispiel so einen kurzfristigen Trend, der dann nach oben verlassen wird. Dann ist aber das Ziel da oben und der Stoppkurs da unten. Also das ist dann auch teilweise nicht ganz so berauschend von den Chancen-Risiko-Relationen. Interessant ist das natürlich, wenn wir jetzt die jüngsten Tops hier nach oben durchstoßen, dann hätten wir hier noch weitere Erholungschance. Aber auch hier dürfte sich der Markt erstmal noch auspendeln wegen des ja, wegen der US-Notenbank-Sitzung. Dann zum Bitcoin. Es gibt eine Menge Bitcoin-Jünger, die fest an den Coin glauben, die sehr positiv zum Bitcoin stehen. Wir haben von der Chartanalyse her eher eine Pattsituation. Wir haben eine langfristige Aufwärtstrendlinie. Wir haben hier einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Aufwärtstrends sind natürlich durchaus nochmals grundlegend positiv. Wir haben hier allerdings auch, wenn man die 200-Tageslinie nimmt und den Abstand zur 200-Tageslinie, haben wir hier in diesem Bereich doch extreme Werte gesehen. Wir haben also hier eine Euphoriesituation und wir fallen ebenso langsam in die Trendkanäle wieder zurück. Und aus Euphorie folgt also jetzt unter Umständen Ernüchterung und aus Ernüchterung kommt oder folgt dann unter Umständen Depression. Das heißt, da wir hier noch im Abwärtstrend sind aktuell und die Korrektur sich nicht nach oben auflöst, solange das nicht der Fall ist, besteht das Risiko, dass wir also hier die 28.000, 27.000 nochmals testen und darunter würde es sich dann so darstellen, dass aus der Euphorie die Ernüchterung folgt und aus der Ernüchterung die Depression, dass das Ganze eine große Bullenfalle war und wir wieder in Richtung 15, 16.000 Dollar zurückfallen. Da könnte man dann durchaus davon ausgehen, dass also hier dann wieder eine gewisse Unterstützungszone vorliegt. Aber solange diese Korrektur hier nicht nach oben verlassen ist, muss man eben einfach darauf hinweisen, dass dieser Ausbruch aus dem Trendkanal und der Rückfall in den Trendkanal jetzt eher negativ ist oder sehr negatives Szenario zulässt. Also Bitcoin mit neuen Long-Positionen würde ich mich hier denn doch noch ein wenig zurückhalten. Okay, kommen wir nochmal zum Abschluss, kommen wir nochmal zum DAX-Geschehen. Also hier nochmal die Tageskerzen. Wir schauen auf die Stundenkerzen. Unterstützung ist jetzt erstmal gekauft worden, aber die Stunde ist natürlich noch jung. Das heißt, wir gehen hier einfach mal auf die 5-Minuten-Kerzen. Von der grundlegenden Geschichte, also noch keine Änderung in der Einschätzung. Damit sich das sehr, sehr kurzfristige Bild jetzt wieder auffällt, müssten wir hier über das Top der langen roten 5-Minuten-Kerze ansteigen, also über 13.850 in etwa, damit wir dann wieder die Chance haben auf eine leichte Erholung. Und dann könnte man zum Beispiel auch hier sagen, okay, wir haben hier so einen Abwärtstrendkanal.
Und dann hätten wir die Chance, einerseits den Trend natürlich zu testen und darüber hinaus hätten wir eine kleine Erholungschance, aber der Tag dürfte eher pendelnd sich bewegen. Das heißt, aller Voraussicht nach, wenn wir hier ohne stark positive Impulse hier auch nicht über dieses Top laufen können. Das heißt, dass wir also hier doch eine gewisse Schwankung sehen. Abwartende Haltung eben auch wegen des Zinsentscheids der US-Notenbank. Und sollten wir so wie aktuell jetzt hier nochmals deutlich zurückkommen und das aktuelle Tagestief nach unten knacken, dann dürfen wir uns hier wahrscheinlich hier bei 13.750, 13.730 wiederfinden. Und darunter ist dann weiter negativ. Hier könnte man eventuell dann auch nochmal versuchen, die Hände aufzuhalten und eine Erholung, auf eine Erholung zu setzen, wenn hier lange Lunden auftreten, eine kleine W-Formation wieder entsteht, etc. Ja, meine Damen und Herren, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Hinweise heute und wir hören uns in der kommenden Woche wieder, nächsten Montag. Bis dahin, Ihr Stefan Salomon.